Das Haustierradio präsentiert myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr berichten wir hier auf dem Haustierradio über alles Interessante aus dem Bereich Aquaristik. Heute geht es um den Aquarium-Report und dazu haben wir am Telefon Georgomanos Dimitrios. Hallo Herr Dimitrios. Hallo. Herr Dimitrios, der Aquariumreport.me muss man ja dazu sagen. Was genau ist das? Also in erster Linie kann man auch den .de nehmen. Das .me habe ich bloß genommen, weil es mir relativ gut gefällt. Die Endung, die ist relativ neu. Also .de und .me geht auch. Und es ist eigentlich mittlerweile ein News-Blog geworden. Also Neuigkeiten über die Aquaristik, aber das war nicht immer so. Dann fangen wir vielleicht erstmal vorne an. Wie sind Sie denn selber überhaupt zu dem Hobby Aquaristik gekommen damals? Eigentlich bin ich fast der Quereinsteiger. Begonnen habe ich zwar in meiner Jugend schon, weil mein Nachbar sich ein Aquarium gekauft hat, habe ich unbedingt auch eins gebraucht. Da war ich ungefähr so 10. Und mit 13, 14 habe ich das Hobby dann abgelegt und mit der Arbeit begonnen. Und irgendwie jetzt mit der Familie, mit Kindern, habe ich mir gedacht, vor ein paar Jahren, dürfte 9 Jahren her sein, kannst du mal wieder mit dem Aquarium anfangen. Und bin dann eben wieder ins Aquariumfieber eingestiegen. Was genau betreiben Sie in Richtung Aquarium? Da gibt es ja nun auch wirklich sehr, sehr viele, nennen wir es einfach mal Untergruppen. Meine Untergruppe kann man eigentlich ganz einfach Wald- und Wiesenaquaristik nennen. Ich habe eigentlich bloß 2 Aquarien, hauptsächlich im Wohnungsbereich zum schönen Anschauen. Das dritte Aquarium ist leer, das werde ich aber bald wieder befüllen. Und naja, so Züchtung und sowas mache ich eigentlich gar nicht. Ich bin mehr so auf der technischen Seite. Mehr die Technik interessiert mich recht gern hinter der Aquaristik, sei es Beleuchtung, Aquarienfilter etc. Das ist das, was mich dann doch stark begeistert. Genauso wie Eigenbauten, Rückwände etc. Habe mich auch schon an einem eigenen Aquarium probiert zu bauen, aber das hat irgendwie nicht ganz so hingehaut, wie ich gehofft habe. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, den aquariumreport.de, nennen wir es jetzt mal, überhaupt zu gründen und wann war das? Also das ist, da kommen wir jetzt zu meinem Quereinstieg quasi. Ich habe 2009 mein MacBook bekommen und jeder Mac-User wird wissen, da wird iWeb mitgeliefert. Und ich habe mir da so überlegt, iWeb, schaust du dir mal an. Und Aquarium habe ich da schon gehabt und da bin ich dann auf die Idee gekommen, welcher Bekannten eigentlich und Verwandten, die doch das ganz interessiert hat, durch die Größe von meinem Aquarium, 720 Liter, ist zwar für einen Aquarianer nicht gerade groß, aber jetzt für die Bekanntschaft und Verwandtschaft doch recht riesig. Und die waren da doch recht begeistert davon und wollten auch informiert werden, was da so abgeht, was ich gerade so mache, was ich gerade rumbastel. Und da habe ich eigentlich mehr oder weniger so eine private Homepage entwickelt, eben nur für Private, für Bekannte und Verwandte. Und das hat sich dann irgendwann doch so weit entwickelt, dass immer mehr Leute auf meine Webseite geschaut haben. Und irgendwann haben die mich dann gefragt, wie sieht es damit aus mit der CO2-Anlage etc. Und dann habe ich mir gedacht, gut, steigst um, machst nicht bloß für Verwandte und Bekannte, sondern gehst da wegen den Einstieg, weil der Einstieg ist doch recht schwer. Ich weiß das bei mir, ich habe meine erste CO2-Anlage geschenkt bekommen und habe da gar nichts anfangen können. Ich habe da einen Haufen Teile vor mir gehabt und habe überhaupt nicht weiter gewusst, wie ich das jetzt einbauen soll, wie die CO2-Anlage funktioniert. Und das hat dann doch etliche, ich sag mal, fast ein paar Wochen gedauert, bis ich überhaupt die CO2-Anlage zum Laufen bekommen habe. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, da gibt es bestimmt andere, die das gleiche Problem haben. Und habe dann so einen Einstieg in die CO2-Anlage, als Beispiel, ich habe auch über Beleuchtungen und sowas auch in meinem Blog was stehen, habe aber einen Einstieg CO2-Anlage, war so ziemlich das Erste, was ich gemacht habe. Und das ist immer noch mit der attraktivste Artikel bei mir auf der Webseite. Wird immer noch am meisten gesucht. Und ich vermute, da ist doch noch Handlungsbedarf da, gerade für die Einsteiger, die ganz neu anfangen. Was genau erwartet denn den Besucher auf der Internetseite aquariumreport.de? Warum sollte er da unbedingt drauf gehen? Was gibt's da alles? In erster Linie schaue ich, dass ich in meiner Freizeit so viel wie möglich Neuigkeiten, also News aus der Aquaristik rausziehen kann. Sei es jetzt der Podcast von euch zum Beispiel oder irgendwelche neuen Filter, irgendwelche neue Gerätschaften, Messen etc. Das suche ich alles dann, so typisch einen Blogbeitrag halt und gibt dann die Neuigkeiten raus. Das ist also quasi in erster Linie, was ich mache auf meiner Webseite, also Neuigkeiten.
Und hin und wieder, wenn die Zeit eben reicht bei mir, die recht eng ist, leider durch das, dass ich Arbeit und Familie habe, werden dann auch natürlich Artikel mitveröffentlicht, die darüber hinausgehen. Die gehen dann über Do-it-yourself, also Bauanleitungen habe ich auch, weil ich, wie ich schon anfangs erwähnt, ziemlich gern bastel. Das habe ich dann auch dokumentiert, das ist dann auch dann, aber das nimmt halt recht viel Zeit in Anspruch. Das ist also das Sekundäre auf der Webseite. Aber das Primäre ist in erster Linie Neuigkeiten aus der Welt von der Aquaristik. Bieten Sie auf Ihrer Internetseite denn auch sogenannte eigene Podcasts an und wovon handeln die dann? Ja, ne, das war eben mehr so Probelauf. Podcast höre ich ja schon ewig. Also ich glaube noch lange vor dem iPhone, da habe ich meinen ersten iPod gehabt, da sind die ersten Podcasts so langsam rausgerieselt, dürfte jetzt schon mindestens, sag ich mal, 9, 10 Jahre her sein. Und da habe ich damals schon immer gedacht, hey, das wäre doch nicht schlecht, wenn über der Aquaristik mal ein Podcast kommt. Und das ist tatsächlich vor 6, 7 Jahren, glaube ich, ging es einmal an Podcast, der hieß Aquarium Cast, glaube ich. Der war leider bloß 3 Folgen lang. Und mit dem Gedanken, einen Podcast zu machen, habe ich eigentlich immer schon gespielt. Ist halt recht zeitintensiv und irgendwann in meinem Urlaub habe ich mir gedacht, jetzt packst du das an und machst meinen Podcast. Bloß so, dass endlich mal ein deutschsprachiger Podcast da ist. Und naja, den habe ich veröffentlicht und siehe da, ein paar Wochen drauf kam dann eben der Maifisch Radio Podcast. Und viel möchte ich ja nur nicht drüber verraten, aber demnächst kommt noch ein bekannter in der Aquarienszene, der auch einen Podcast veröffentlichen möchte, der gerade drüber ist. Und naja, zumindest bin ich der Erste, wenn ich auch nicht regelmäßig einen Podcast veröffentliche, bin ich der Erste. Und der Podcast ist wirklich reines Hobbyprojekt von mir. Wenn ich die Zeit finde, nehme ich mal wieder einen Podcast auf. Kann man irgendwie sagen, wie viele Fans, wie viele Besucher, wie viel Erfolg die Seite aquariumreport.de hat? Ja, kann man gute Fragen. Das ist relativ, circa sind es im Durchschnitt so zwischen 400 und 500 Besucher am Tag. Das variiert natürlich am Wochenende ein wenig mehr, unter der Woche ein wenig weniger. Aber bis jetzt eigentlich so im Durchschnitt immer weiter steigend. Also ganz ordentlich besucht für so einen Hobby-Blog. Wie funktioniert das eigentlich, so eine Internetseite gerade jetzt, Aquarium Report? Ist das technisch und eventuell auch rechtlich eigentlich alles relativ einfach? Ist das unglaublich viel Arbeit oder könnte das jeder machen? Also von der technischen Seite ist es eigentlich relativ einfach, wenn man sich da wegen reinfuchst. Man wird da ziemlich gut an der Hand genommen. Es gibt ja etliche Anbieter, sei es WordPress oder Blogspot. iWeb selber von Apple wird ja seit längerer Zeit nicht mehr unterstützt, was auch ganz gut ist, weil die doch recht hinterhergehängt haben. Von der technischen Seite also eigentlich kein Problem. Von der rechtlichen, ja, da gibt es natürlich schon Probleme, vor allem beim Newsblog. Wenn man da was veröffentlicht, man hat natürlich so Zitatrechte etc. Die dürfen aber auch nicht so lang sein, wenn man zitiert. Bilder ist ein ganz großes Problem, weil Bilder könnten ja rechtlich geschützt sein. Und das weiß man im Vorhinein nicht. Und ich bin der Meinung, dass so ein Blog eigentlich von Bildern lebt. Also Bilder müssen dabei sein. Also hat man am Anfang doch ziemlich Probleme. Man fragt jeden, bei jeder Webseite, wo man irgendwas veröffentlichen will, fragt man danach per E-Mail, darf man die Bilder veröffentlichen etc. Manchmal probiert man es auf gut Glück. Das ist bei mir auch leider schon schief gegangen. Da habe ich auch schon ein paar Anschreiben bekommen, dass ich das Bild bitte wieder entfernen soll. Habe mich dann entschuldigt. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, dass es ist eine gewisse Freundschaft da. Ich meine, die Aquaristik ist nicht so groß wie jetzt iOS, iPhone oder die Xbox-Konsole oder Playstation. Das ist ein bisschen familiärer und man kann das dann doch relativ gut regeln. Und mittlerweile habe ich ein ganz großes Sammelsurium an Leuten, die mir quasi erlaubt haben, dass ich die Bilder veröffentlichen darf. Und falls Probleme gibt, mir Bilder schreiben die mich an, das ist kein Problem. Aber so ist es doch die erste Zeit doch ein gehöriger Aufwand, vor allem rechtlich da auf der richtigen Seite zu sein. Eine Kategorie auf der Seite aquariumreport.de ist ja auch die Bauanleitungen. Was bieten Sie da den Besuchern? Oh, naja, dadurch, dass ich recht gern bastel, habe ich eigentlich alles, was ich so am Basteln habe. Da müsste ich ja fast selber draufschauen, was ich da alles veröffentlicht habe. Aber da ging es einmal um die Beleuchtung. Dadurch, dass ich mir im Aquarium bauen habe lassen mit Sondermaße und mit der Beleuchtung,
habe ich natürlich dann einen Deckel, also erst einmal einen Deckel gebraucht, den habe ich auch selber gebaut aus Aluminium und dann brauche ich ja Beleuchtung dazu und dann wollte ich den Wasserwechsel relativ einfach gestalten, habe da so automatische Wasserwechseleinrichtung eingebaut und das habe ich halt eigentlich alles dokumentiert. Das sind alles also aus meinem Fundus, alles von mir. Wäre zwar ganz schön, wenn ich mehr Fremdbeiträge bekomme, weil irgendwann ist man doch daheim am Ende angelangt, was so Basteln Sachen angeht, aber das ist relativ beschränkt. Ich glaube, 2 oder 3 zusätzliche Bauanleitungen habe ich drin. Und naja, bis jetzt habe ich eigentlich ein gutes Feedback gekriegt, dass das recht gut dokumentiert ist, also ziemlich relativ einfach auch zum Nachbauen, falls jemand probiert, da irgendwas nachzubauen. Das ist halt so reines Hobbyanliegen von mir, da die Bauanleitungen damit zu veröffentlichen. Wir fragen ja auch gerade im Bereich Aquarium unsere Partner immer, wie sie da so die Zukunft der Aquaristik sehen. Früher war es ein Altherren-Hobby. Hat sich das mittlerweile gewandert, gerade im ganzen Bereich der digitalen Kommunikation? Ist das jetzt endlich etwas jünger geworden? Jein. Es sinkt doch recht arg hinterher. Ich habe ja so ein zweites Steckchen Pferd, ist ja von mir da ein bisschen Technik. Da bin ich auch ein bisschen affin drin. Da sind wir doch, ist also, dass die Aquaristik doch ein paar Jahre hinterher. Sei es jetzt der Podcast, der jetzt vor Ihnen jetzt ein paar Monate erst alt ist. Vorher hat es natürlich den Radio gegeben, aber da musste man immer online sein. Facebook wird jetzt auch langsam entdeckt. Das ist halt auch immer so zweischneidiges Schwert mit Social Media Dienste, wo es da gibt. Da kann eigentlich noch einiges geschehen, sei es Podcast in erster Linie. Aber Altherren, ich würde fast immer noch sagen, ja, es ist doch noch ein Nischenprodukt. Aquaristik ist immer noch relativ nischig, auch wenn das Aquascaping doch extrem viel dafür getan hat. Ich sehe es in meinem Verwandtschaftskreis, also die meisten, die in der Aquaristik dann einsteigen und sich wie mir dann ein größeres Meerwasserbecken kaufen, die sind meistens über einen kleinen Nanocube einstiegen, welche die Aquascapes, was eben ganz schön ausschaut. Und das ist, glaube ich, jetzt halt so mit das Zentrale, wie man in die Aquaristik einsteigt. Machen Sie doch einfach mal Werbung, wenn jemand bisher mit dem Thema Aquaristik noch gar nicht sich beschäftigt hat. Warum sollte ich unbedingt mit der Aquaristik anfangen? Warum ist das ein tolles Hobby? Oh, das ist natürlich eine total schwere Frage. Also erst einmal beruhigt. Es ist ein schönes Hobby, weil es halt recht langsam ist. Es ist nicht so, wie ich habe ja andere Haustiere auch, Katze, Hunden und sowas. Die hat man und dann sorgt man sich drüber. Und bei der Aquaristik ist halt doch um einiges mehr. So Aquarium, rein für den Einstieg, da braucht man schon längere Zeit. Das heißt, Anfang bei 2 Wochen bis mehrere Monate, bis das Aquarium mal richtig läuft, man richtet es ein. Man kann es fast mehr mit so Bonsai-Züchter oder sowas vergleichen. Das ist das Ganze drumherum. Das ist eine Zimmereinrichtung, genauso wie für Züchtungsgebrauch. Also es ist ziemlich umfangreich. Man kann es halt in jede Nische irgendwie packen, sei es im Büro als Anschauungsobjekt für Kunden, sei es im Wohnzimmer, dass die Leute beim Kaffee trinken auch irgendwas zum Anschauen haben, sei es für die Kinder, dass die ein bisschen da was verstehen von der Wasserwelt, dass die ein bisschen was von der Biologie da erfragen können, beziehungsweise auch mal zur Ruhe kommen können, falls die mal ins Aquarium reinschauen. Und das geht halt dann so intensiv weit rein, dass man da richtige Zuchtprojekte startet. Ich meine, Maifisch ist da auch bekannt dafür, dass man für Zuchtprojekte und für Leute, die einsteigen wollen in die Züchtung, dass die da mal nachschauen können. Es ist halt ziemlich umfangreich und beschränkt sich halt nicht nur direkt auf eins, wie dass sie gehen, füttern oder streicheln oder so, im Gegensatz jetzt zu anderen Haustiere. Ich hoffe, dass ich da jetzt kein Hund- oder Katzenbesitzer da zu arg auf den Schlips getreten bin. Können Sie auch mal kurz sagen, Sie machen das Ganze ja schon etwas länger, gab es auch schon ein Highlight jetzt, ein privates oder ein geschäftliches Highlight jetzt bei aquariumreport.de, wo Sie gerne drauf zurückblicken? Ja, da gab es eins, und zwar ist das die Interzoo. Da habe ich einfach so mal angeschrieben, dass ich Blogger bin und möchte gerne auf die Interzoo. Und die Interzoo, bloß mal so zum Erklären, da kommen halt bloß Fachbesucher hin oder die Presse eben. Und habe mir da eigentlich nie Hoffnung gemacht, dass ich da tatsächlich einen Presseausweis bekomme. Aber es ging ganz schnell. Die haben meine Blogseite wissen wollen, haben auf die Blogseite geschaut und haben dann gesagt, hey, kannst kommen, kannst da mal reinschauen. Und das ist doch eine ziemlich große Messe. Also es ist schon total interessant, vor allem, weil wenig Privatbesucher da sind, sondern bloß Fachpublikum. Das könnte ich so als mein Highlight sehen.
Georgomanos Dimitrios von www.aquariumreport.de. Vielen Dank für das kurze Interview und wir freuen uns schon auf eines der nächsten. Gut, Dankeschön. Das war die Sendung myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Die gesamte Sendung gibt es natürlich auch zum Nachhören und Downloaden unter www.haustier-radio.de, dann in dem Bereich Shows und myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Eine neue Ausgabe gibt es hier auf dem Haustierradio wieder am Donnerstag um 20 Uhr.